Wir wollen über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, ich hätte jetzt am liebsten noch eine höhere Zahl genannt, aber dann werden sagen, wenn alle sagen, die heute zuschauen und zuhören, ja, jetzt macht er sich's aber sehr, sehr leicht, dass wir nach 10, 15 Jahren, also klar erkennbar eine bessere Rendite-Risikokombination abgeliefert haben als ein MSCI World ETF. Ja. Je länger es andauert, desto besser, höher ist die Chance, dass sich diese Vorteile, die wir reinkonstruiert haben, dann auch tatsächlich manifestieren. Ja. Und pro Jahr 1%, also 15% nach 15 Jahren oder 10, das wäre selbstverständlich ein schönes Ergebnis. Ne? Wenn jetzt natürlich nach 10 Jahren, also so wirklich eine schlimme Unterperformance dastünde, dann müssten wir irgendwann mal sagen, okay, also das ist schlecht gelaufen, da haben wir Mist gebaut und dann ist eine ordentliche Entschuldigung fällig. Und dann muss man auch irgendwann mal, so wie es in der Fondsbranche ja tatsächlich geschieht, sagen, jetzt schmeißen wir das Handtuch. Noch weitere spannende Features in deinem ETF. Multifaktor-Investing hatten wir schon ganz kurz mal angerissen, was du ja schon länger als eine wirklich gute renditefördernde Sache ja, in die Gemeinschaft trägst, in die Geldanlegerin, auch zu den PrivatanlegerInnen. Die Idee dahinter, ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen, korrigiere mich gern, wenn es nicht stimmt, dass eben bestimmte Merkmale von Aktien tatsächlich zu höheren, leicht höheren Renditen, also Risikoprämien führen. Dass bei zum Beispiel, dass man börsennotierte Unternehmen klassifiziert in Größe, also ne, das hat es ja schon angedeutet, kleinere Unternehmen durchaus einen Renditepush geben können oder sehr profitable Unternehmen, dieses Quality-Faktor-Merkmal oder Momentum, dass bestimmte Trendfolge für renditestarke Unternehmen man dann weitergeht. Und es gibt noch verschiedene andere Faktoren. Meine bisschen eher praktische Frage, Gerd. Wer klassifiziert denn Unternehmen, welche Faktoren sie haben und wie macht ihr das und bringt sie dann in den Fonds? Also letzten Endes diese Faktoren oder Faktorprämien, das ist etwas, was aus der Wissenschaft kommt und nur aus der Wissenschaft. Na, vor 50, 60 Jahren fing diese Forschung an. Da hat man ein kleines Beispiel, Rolf Banst, 1980, vor 40 Jahren, Schweizer Forscher, der in den USA forschte, einfach mal geschaut, haben kleinere Unternehmen, also nach Marktkapitalisierung, andere Renditen, höhere oder niedrige Renditen, mehr Volatilität oder weniger Volatilität als große Unternehmen, hat dann festgestellt, nee, kleine Unternehmen hatten in den 60 Jahren von 1926 bis Ende der 1970er Jahre, so viele Daten waren damals ihm standen zur Verfügung, deutlich höhere Renditen. Und dann haben andere Forscher das auch noch nachgeprüft und hat sich immer wieder bestätigt und so weiter. Aber natürlich nicht jedes Jahr, ne? Nur im langfristigen Mittel und tendenziell und so weiter. Und Quality-Unternehmen, ja, du hast schon auch schon angedeutet. Also die Story ist immer die gleiche. Irgendwelche Wissenschaftler suchen nach einfachen, leicht durch Computerselektion identifizierbare Merkmale. Da muss ich jetzt keine aufwendige Aktienanalyse machen. Ne? Das sind so, wie man Menschen die Körpergröße misst. Also da muss ich jetzt kein Menschenkenner sein, um das schnell rauszufinden. Das kostet auch nicht viel. Das macht der Computer und so weiter. Also das sind Merkmale, die ganz leicht sozusagen durch einerseits den Index-Provider, MSCI oder wer immer, Standard & Poor's oder FTSE, FTSE, Russell und wie auch immer die heißen, die DAX, die deutsche Börse hat auch Indizes rausgefischt und sozusagen selektiert werden können, diese Merkmale im Datenpool und durch einen ETF- oder Indexfondsanbieter auch leicht umgesetzt werden können. Ne? Also indem ich nur in die kleinere Hälfte des Weltaktienmarktes, also von den 10.000 Aktien, die es gibt, könnte ich einfach sagen, ich investiere, habe einen Index, den sozusagen Gerd Komma Global Small Cap Index, den definiere ich jetzt einfach, ich nehme die kleinere Hälfte der Unternehmen, das sind die 5.000 kleineren. Ne? Das wäre jetzt eine sehr einfache Strategie und die Daten kommen von den nationalen Börsen und der ETF-Provider setzt das um und kann wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden in jedem Moment am Tag entscheiden, welche 5.000 Aktien auf der Welt von diesen 10.000 erfüllen die Definition und es wird ja sowieso nur einmal im halben Jahr oder einmal im Vierteljahr wird ausgewählt, wird ein Rebalancing im Index gemacht
und im ETF gemacht. Und dann, falls eine einzelne Aktie das Kriterium nicht mehr erfüllt, also zum Beispiel nicht mehr zu den 5.000 Kleinen gehört, müsste sie verkauft werden. Und dafür kommt dann notgedrungen, ja, oder definitionsgemäß eine andere rein ins Portfolio. Also ist eigentlich, hört sich alles so ein bisschen kompliziert an, aber ist im Grunde genommen eigentlich nicht schwierig. Wir leben ja im Zeitalter der Computertechnologie. Ich wollte gerade sagen, durch die Computertechnologie, wo man ja die ganzen Zahlen reinfüttern kann, also die Kriterien, wonach dann die Unternehmen in diese Faktoren eingeteilt werden, macht es das natürlich viel einfacher, als wenn ihr das jetzt irgendwie tatsächlich mit Geschäftsberichten und sowas lesen müsstet. Ne? Das ist ein ganz anderer Schnack. Und ist es so, dass dein Fonds vierteljährlich rebalanced wird, also dass wieder neu gerechnet wird und dann wieder in die Gewichtung gebracht wird? Ja? Genau, das ist so. Also die allermeisten von diesen 5.000 Aktien, die im Index sind, wir kommen dann vielleicht noch auf das Thema Sampling, Optimized Sampling, weil nur 2.000 Aktien in einen ETF, in den ETF reinkommen. Das ist mehr so eine Kostensparmethode. Aber 5.000 Aktien, ich weiß jetzt nicht, also vierteljährliches Rebalancing, dann sind vielleicht 4.800, da wird gar nichts passieren. Oder die könnten ein bisschen nachgekauft werden bei einigen, weil sie untergewichtet sind, dann kauft man ein bisschen zusätzlich oder verkauft klein bisschen von der Position. Aber die allermeisten sind vorher schon im Index und nur an der Grenze werden vielleicht 200 fallen komplett raus und dann kommen 200 komplett neue rein. Ja. Wer kauft das für dich, Gerd? Der Fonds ist ja in Irland beheimatet. Machen die das in Irland? Macht die Bank das in Irland oder hast du einen Market Maker hier in Deutschland? Also der Fonds selber ist in Irland angesiedelt. Das hat quellensteuerliche Vorteile. Die meisten ETFs, die in Deutschland Aktien-ETFs, so muss ich sagen, die in Deutschland vertrieben werden, haben ihren rechtlichen Sitz in Irland, weil das, wie gesagt, sogenannte quellensteuerliche Vorteile hat. Das aufsichtsrechtliche Regime wäre in Deutschland genau das gleiche. Also da haben wir keine Nachteile oder Vorteile, aber steuerlich kleinen Vorteil. Und die Bank, sozusagen die Depotbank der Fondsgesellschaft, ist State Street. Das ist eine der größten Banken der Welt. Ist auch ein eigener ETF-Provider, aber das ist ein anderes Geschäftsfeld. Und wer das alles sozusagen organisiert, das ist in der Tat Legal & General oder LGIM, also der Fondsmanager, die Fondsgesellschaft. Okay. Das finde ich super spannend und ich glaube, das hat auch für einige jetzt ein bisschen Hintergrundwissen neu generiert, weil wir kaufen zwar ETFs, aber so manche kleine Details, die wissen viele doch dann nicht und es ist immer interessant, finde ich, mal so praktischere Sachen auch zu wissen und auch zu verstehen. Anderes Stichwort, also dieses Multifactor-Investing ist drin, was ein ganz wichtiges Feature in deinem neuen ETF ist, aber auch, was ich sehr interessant finde, dass du Börsenneulinge, also Unternehmen, die gerade an die Börse gegangen sind nach einem IPO, dass ihr die nicht mit im Fonds habt und dass ihr auch stark beliehene Aktien nicht mit drin habt. Erklär mal kurz, warum jetzt nicht IPOs, also Börsenneulinge, von denen gibt es ja gar nicht so viel. Ich habe mal nachgeschlagen, dass so etwa ja so 1.700 weltweit Unternehmen an die Börse gehen. Das ist ja eigentlich nicht so viel. Also warum sortiert ihr die aus und wie lange? Warum stark beliehene Aktien auch nicht mit rein? Kommen wir zuerst zu den IPO-Aktien, Initial Public Offering, also initiale, erstmalige Börsengänge. Also das ist eigentlich auch wieder eine einfache Geschichte, die sich aus der Wissenschaft ableitet. Wenn man IPO definiert als ein Unternehmen, das innerhalb der letzten 12 Monate seinen Börsengang hatte, seinen initialen ersten Börsengang. Na, nehmen wir mal unsere berühmte, liebe Aktie Facebook. Ja, jetzt heißen sie Meta. Ich weiß mir ganz genau, bitte mich da nicht festnageln drauf und schimpfen im YouTube-Kanal. Ich glaube, Facebook hatte vor 8, 9 Jahren oder sowas seinen Börsengang, aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich auch nicht. Also gar nicht. Bei der Superaktie aushelfen, ja, aber nicht. also vielleicht waren es auch vor 12 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Also so lange ist es noch nicht her. Und dann hatte Facebook erstmal also ein Desaster-Jahr. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ob es ein Jahr war, aber der Börsengang war für diejenigen, die sozusagen in der ersten Sekunde des Börsenhandels kauften, ganz gewiss erstmal kein gutes Geschäft. Ne? Der Kurs ging runter. Und dieses Phänomen ging dann für ein paar Monate deutlich runter. Die Leute machten sich schon wirklich Sorgen um Facebook und so weiter. Und dieses Phänomen ist
Es war vielleicht im Falle von Facebook sehr extrem, aber es ist nicht ungewöhnlich. Also wenn ich alle IPOs betrachte und IPOs definiert als, was passiert in den ersten 12 Monaten, danach ist es dann definitionsgemäß kein IPO mehr. Ich könnte auch sagen 18 Monate, aber es geht ja auch hier ums Prinzip. Also irgendwann mal ist es dann kein IPO mehr, sondern eine etablierte Aktie. Und es ist einfach so, statistisch gesehen sind die ersten 6, 12 oder 18 Monate unterdurchschnittlich, also schlechter als der allgemeine Aktienmarkt. Und wenn das so ist, es gibt ja auch gute Gründe dafür, kann ich auch gleich noch erwähnen, dann möchte ich einfach solche Neulinge, Börsennovizen, wenn man so will, nicht im Portfolio haben. Dann warte ich erstmal, bis die durch die schwierige, schlimme Phase durch sind und dann kaufe ich sie frühestens. So. Und warum sind sie wahrscheinlich, warum, was ist der wahrscheinliche Grund für diese im Durchschnitt schlechte Phase? Wenn du mit 20 anderen Leuten ein Unternehmen besitzt und es läuft toll und er hat jetzt 500 Millionen Umsatz und ist eigentlich groß genug, um es an die Börse zu bringen, dann mit deinen 20 Co-Gesellschaftern, die alle mit dir zusammen circa 5% Beteiligung haben, dann werdet ihr den Börsengang so timen oder ihr werdet versuchen, ihn so zu timen, dass er dann stattfindet, wenn dieses Unternehmen, nennen wir es jetzt mal die Dani AG, einfach gerade eben in den letzten 12 Monaten oder 24 Monaten besonders toll dastanden. Also ihr hattet das beste Jahr in eurer Unternehmensgeschichte und all die kleinen Problemchen, die wurden jetzt mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, die werden auch nicht groß diskutiert, aber können wir später lösen und so weiter. Und wenn das alle CEOs tun, alle Gesellschafter und Geschäftsführer, dann ist das ja so ein bisschen ambivalent, ne? Also politisch unkorrekt in Anti-Gender-Sprache, die Braut wurde aufgehübscht für den Börsengang. Und wenn das so ist, ist es meistens so, dass oder häufig so, dass es danach erstmal nicht so toll weitergeht und schlechter weitergeht. Und wenn das der Markt erkennt, dann gibt es erstmal so einen kleinen Dämpfer beim Kurs und so weiter. Das ist so ein bisschen der Hintergrund für diesen IPO-Screen, für diesen Loser-Screen. Und das andere, was du noch erwähntest, dass wir stark beliehene Aktien, also besonders stark beliehene Aktien nicht im Index haben möchten und damit nicht im ETF haben möchten. Stark beliehene Aktien, also es gibt das Thema der Wertpapierleihe, ne? Also wenn jemand Aktien besitzt, wenn er ein institutioneller Anleger ist, das gilt natürlich nicht für Privatanleger, Banken dann meistens, ne? Banken verleihen meistens, ne? genau, Oder auch ja, große auch Vermögensverwalter, ETF. ja, und auch ETFs und auch aktiv gemanagte Fonds, also jeder institutionelle Anleger der Aktien besitzt, also über Aktien verfügt. Ich benutze jetzt be bewusst das Wort verfügen, also im Sinne von Besitz, deutschen zivilrechtlichen Begriff Besitz. Es muss nicht unbedingt Eigentum sein. Der kann diese Aktien verleihen. Meistens sind diese Verleihfristen nur ein Tag oder 7 Tage oder sowas, also sehr kurz. Und dann muss der Endleiher die Aktie zurückgeben. Und für diese kleine Leihperiode kriege ich erstens als Verleiher eine kleine Gebühr, also ist profitabel. Und zweitens kriege ich auch Sicherheit, ne? Ich verleihe meine wertvolle Aktie und ich möchte sie natürlich auch zurückhaben. Und falls da mal was schief geht, für dieses Risiko brauche ich Sicherheiten. Und diese Sicherheiten sind im Grunde genommen Cash. Also ich verleihe eine Aktie, die 100 Geldeinheiten wert ist gerade und ich kriege eine liquide Sicherheit, die auch, also ein verpfändetes Depot oder sowas, das auch 100 Geldeinheiten wert ist. Also dieses Thema Wertpapierleihe gibt es seit 50 Jahren, ist eigentlich ziemlich harmlos. Im Internet hat es ein bisschen schlechtes Image, ungerechtfertigterweise. So, und wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben. Einfach googeln, wer sich dafür interessiert. Und wer sind die Leihnehmer? Das sind fast ausschließlich Hedgefonds, die bösen, bösen Hedgefonds. Und die spekulieren, wenn sie sich eine Aktie entleihen, auf fallende Kurse. Also das sind Leerverkäufer, Shorting, die machen Shorting. Sogenannte Leerverkäufe, genau. Ja, die bösen, bösen Leerverkäufer. Leerverkäufer sind nicht böse, sie sind gut. Also jetzt setze ich mich vielleicht in Brennnesseln. Nehmen wir das Beispiel Wirecard vor 3 Jahren oder wann dieses Desaster für die deutsche Aktienkultur, diese Peinlichkeit für die deutsche Aktienkultur und auch für viele Analysten geschah, ne? Also eine große deutsche BaFin auch DAX-Aktie, für die ja, BaFin. BaFin, absolutes Desaster, peinlich, hoch 10.
Auch für den deutschen Wirtschaftsjournalismus war es kein Ruhmesblatt. Es waren Short-Seller, Leerverkäufer, Hedgefonds, die Leerverkäufe als Spezialisierung betreiben, die diesen Bilanzbetrug aufdeckten und dafür dann viel Kritik einstecken mussten und so weiter. Also Short-Selling ist sozusagen, das sind die Geier der Savanne, der Aktiensavanne, die schwachen Tiere, die noch gesund erscheinen, oder die Kadaver auffressen, also die irgendwo für die Markthygiene, für die Ökologie, die Marktökologie eine wichtige Rolle spielen, insbesondere lügende CFOs, CEOs und so weiter sozusagen diszipliniert halten und so weiter. Also insofern, ich bin ein großer Verfechter, Leerverkäufe sind eine gute Sache, nicht eine schlechte Sache. Aber diese Leerverkäufe sind wirklich nicht doof, und die Aktien, die sich ausleihen. Also wenn eine Aktie stark beliehen wird, ist das der messbare Indikator. Das ist der einzige messbare Indikator, den wir haben dafür, dass es wahrscheinlich sehr viele Shortseller gibt, die auf fallende Kurse spekulieren. Und das ist einfach ein schlechtes Zeichen, weil die nicht doof sind. Und die müssen nicht immer recht haben. Die können sich auch mal ganz böse die Finger verbrennen. Wenn die Aktie dann nach oben geht, verlieren die viel Geld. Aber im Durchschnitt haben sie eher häufiger Recht als Unrecht. Und deswegen wollen wir solche Aktien, die also ganz besonders hohe, jede Aktie, auch Apple, hat zu jedem gegebenen Zeitpunkt, gibt es ein bisschen Beleihung oder sowas, also Short-Selling, aber die intensivsten, die wollen wir nicht im Portfolio haben, weil die wahrscheinlich schlechte Renditen produzieren werden kurzfristig. Und woher weißt du das, welche Aktien sich so stark ausgeliehen werden? Muss das hinterlegt werden? Gibt es da so eine weltweite Datenbank, wo das erfasst werden muss? Ja. Bingo, ja, du hast den Nagel da auf den Kopf getroffen. Also aus regulatorischen Gründen müssen die institutionellen Anleger, die ihre Aktien verleihen, müssen das registrieren lassen bei Datensammelstellen, weil das aufsichtsrechtlich vorgeschrieben ist. Also die Daten gibt es und die kann jeder gegen Gebühr abfragen oder nutzen diese Daten und so weiter. Also so funktioniert das. Okay, deswegen wisst ihr das. Und, ja. Aber auch das fließt in das Rebalancing vierteljährlich ein oder zieht ihr das schneller nach? Nee, das wird einmal im Vierteljahr gemacht. Also jedes Vierteljahr wird sozusagen geprüft, wo sind diese besonders stark beliehenen Aktien, also die mit Short Interest heißt auch manchmal. Und die werden dann für dieses Vierteljahr mal erstmal nicht gekauft. Also die werden rausgescreent, rausgefiltert. Sag mal, das habe ich woanders irgendwie noch nicht gelesen bei anderen Indexanbietern oder ETFs. Ist das auch was, was du wirklich als Spezialität jetzt drin hast? Oder habe ich es nur nicht richtig gelesen bei anderen ETFs oder ETFs? Du hast es richtig gelesen. Also das gibt's. Ich wüsste auch nicht, dass es das woanders gibt. Mhm. Ich denke, es gibt es deswegen nicht, weil ETFs stehen ja zumindest dem Klischee nach für Einfachheit und Transparenz und bloß nicht kompliziert werden und so weiter, bloß nicht erklärungsbedürftig werden. Das schreckt viele ab. Und diese, sagen wir mal, Denke ist ja nicht grundsätzlich falsch. Ne? Ein MSCI World Index und ETF, der darauf aufbaut, das ist ja gut, dass das alles sich in 2 Sekunden erklären lässt, sozusagen. DAX-ETF ist noch einfacher. Aber Einfachheit ist nicht immer die beste Lösung. Ne? Und wir haben halt gesagt, okay, wir nehmen in Kauf, dass unser ETF ein klein bisschen erklärungsbedürftig ist, dass solche Dinge nicht jeder schon weiß. Das nehmen wir in Kauf. Wir wollen nicht den 20. MSCI World ETF-Klon machen. Das wäre sinnlos gewesen. Es gibt die genug und billiger als die bereits bestehenden, können wir es auch nicht machen. Genau. Also wir haben bewusst in Kauf genommen, dass unser ETF in vielerlei Hinsicht, und ich freue mich ja über dieses Video, das wir gemeinsam machen, erklärungsbedürftig ist. Und wir tun das ja jetzt in diesem Moment. Ne? Und wer sagt, okay, ich möchte um Gottes Willen das einfachste Produkt der Welt haben, der ist halt nicht richtig bei unserem ETF. Das muss ich schon zugeben. Ja.
Weißt du, Gerd, wie mir das so ein bisschen vorkommt, ich finde auch, der ETF ist, der hat ganz viele spannende Feature, die man so woanders nicht sieht und auch nicht investieren kann. Er erscheint aber komplex. Und wenn ich mir deine Bücher angucke, die sind mit der Zeit auch komplexer geworden, immer Ja. dicker, weil du ja auch unglaublich viel weißt und du das gern transportieren möchtest und andere teilhaben lassen möchtest. Die Bücher wurden immer dicker. So kommt mir das bei deinem ETF auch vor, weil am Anfang hast du ja, und da sieht man ja auch eine Entwicklung bei dir, auch gesagt, ja, ETF ist einfach, nimm das und mach noch das. In der Einfachheit liegt eine ganz große Wahrheit und ein guter Anlageerfolg, go for it. Das hat sich jetzt bei dir, ne, entwickelt. Und siehst du das auch so, dass du da so, ich will nicht sagen, abkehrst dich von dem, was du früher gesagt hast, aber ich sehe da schon irgendwie eine tendenzielle Entwicklung. Also, ich kann das alles unterschreiben, was du gerade geschildert hast. Muss allerdings sagen, ich habe auch ein Buch, das nur noch 100, also das ist sozusagen die schlanke Version, 170 Seiten hat, Ich weiß, 180 Seiten. das ist Genau. das Neue, ne? Ja. Moment. Für Einsteiger, ich habe es hier, habe ich es hier irgendwo liegen? Ich habe es, glaube ich, auch hier irgendwo. Nee, jetzt habe ich es nicht auf dem Tisch liegen, aber eigentlich Pardon, pardon, pardon. liegt es immer hier. Aber genau, Das war das die. ist, du hast es dann wieder eingedampft, was ich sehr gut fand. Ja, das war die Panne. So, und. Also, ich bin eigentlich immer noch ein großer Advokat des Prinzips, einfach ist gut und einfach ist besser als kompliziert. Ne? Und ich glaube auch, von den allein 82 Millionen Bundesbürgern, 40 Millionen Haushalten und dann, wenn man die Schweiz und Österreich, die anderen deutschsprachigen Länder dazu rechnet, sind wir bei 50 Millionen Haushalten, ja, 50 Millionen Haushalten. Für die allermeisten, die fast alle ja, sollten ja eigentlich zumindest ein kleines Depot haben im Sinne von Altersvorsorge. Also es gibt fast niemanden, der nicht von einem kleinen Aktiendepot breit diversifiziert, global diversifiziert profitieren könnte. Die allermeisten von diesen 50 Millionen Haushalten in den deutschsprachigen Ländern, die werden wunderbar bedient, wenn sie zum Beispiel so ein MSCI World ETF als Kerninvestment in ihrem oder einziges Investment in ihrem im Aktienteil des Portfolios drin haben. Und für viele würde sogar, die brauchen gar keine Anleihen, die könnten auch ein Tagesgeld dazu machen unter 100.000 Euro in der staatlichen Einlagensicherung und gut ist. Ne? Aber es gibt halt auch dann Menschen, die sagen, okay, ich einerseits interessiere mich für das Thema Börse und ich verstehe auch, ich finde es spannend, ich verstehe auch so ein bisschen was von der Aktien. Also es muss nicht immer super einfach sein, ich weiß auch ein bisschen was, finde das faszinierend und so weiter. Und auf der anderen Seite möchte ich trotzdem eine einfache All-in-One-Solution. Also ich möchte nicht 10 ETFs im Depot haben und dann auch noch gucken, dass ich jedes Jahr korrekt rebalance und so weiter. Also so Menschen, die ein bisschen ein weitergehendes Interesse haben und warum sollen wir denen nicht ein Angebot machen? Ja, aber das schließt nicht aus, dass für die große Mehrzahl Einfachheit wahrscheinlich der bessere Weg ist. Ne? So wie es halt in allen Produkt- und Dienstleistungskategorien die einfache Variante gibt und die anspruchsvollere Variante. Wir wollen natürlich schon, also das möchte ich aber betonen und nicht quasi das Missverständnis aufkommen lassen, dass wir jetzt irgendwie eine komplizierte Lösung, die aber sonst keine Vorteile hat. Also wir haben eine anspruchsvollere Lösung, die so wie vorhin ein bisschen angedeutet, beim Risiko und bei der Rendite gegenüber der einfachen Plain Vanilla, einfaches Vanilleeis Lösung schon, also das ist mein Anspruch an dieses Produkt, besser ist. Ne? Dieses Bessersein wird sich nicht in jedem Monat und nicht in jedem Jahr zuverlässig immer zeigen. Ne? So funktioniert der Kapitalmarkt nicht. Aber auf lange Sicht sollte renditemäßig und oder risikomäßig oder in einer Kombination aus den beiden ein besseres Ergebnis, ein besseres Investmenterlebnis resultieren, als wenn ich halt nur den sogenannten MSCI World als Basis, einfachste Basislösung, die jeder kennt, habe. Und diese schwarze Schwanengeschichte, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ne? Das sind so Sachen, die, wenn das überhaupt kommt in unserem Leben, ich hoffe eher nicht, ne, dann kommt es halt einmal. Aber wir haben so eine kleine partielle Versicherung dagegen eingebaut. Und wenn es kommt, dann investieren wir natürlich. Ja?
Wenn der schwarze Schwan kommt. Genau, ja, also ein Wenn schwarzer er gerade wieder Schwan. wegfliegt, wenn er gerade wegfliegt, dann Ja, investieren genau, ja, wir. also sowas vorhersehen, wenn es gibt so Menschen, die glauben, sie könnten solche, also zum Beispiel den Dritten Weltkrieg vorhersehen oder sowas. Also das ist genauso wie die Menschen in der Ukraine nicht vorhersehen konnten, was dann passierte Ja. und so weiter. Solche Dinge kommen für 99,9% von uns unerwartet. Oder wie der Zusammenbruch der DDR, die ich ja auch live miterlebt habe. Ja. Gerd, ich hoffe, wir beide erleben das noch sehr gut. Wir werden in 20 Jahren deine Renditeergebnisse uns anschauen und auch, wieso das Investmentergebnis war. Also das machen wir bestimmt. Da sind wir beide. Ich weiß nicht, ich bin jetzt 53, da bin ich 73 und Ja, du ich bin noch ein bist. bisschen älter. Aber das stimmt. Aber Also wir sollten, wenn das wir kriegen wir dann hin. den Mumm haben und das Interesse, das nochmal wiederholen dann. Für wen ist denn dein, oder was ist die Zielgruppe, die ihr anpeilt? Du hast es ja so ein bisschen schon angerissen, eigentlich PrivatanlegerInnen, die ja ein anderes Investmenterlebnis haben wollen, also nicht ganz so viele Schwankungen, und im besten Fall eine bessere Rendite, ein bisschen bessere Rendite. Und oder ziehst du auch vor allen Dingen auch auf institutionelle Investoren ab, also Vermögensverwalter, kleinere, größere, vielleicht auch Banken? Das tun wir in der Tat. Also institutionelle Anleger sind auch angesprochen. Wie erfolgreich wir da sein werden, das ist zum heutigen Zeitpunkt offen. Also der Fonds ist jetzt seit knapp 6 Wochen da und ist auch gut angelaufen, renditemäßig und auch vom Investmentvolumen her hat wirklich unsere Erwartungen bisher erfüllt. Also bei Banken, wenn da jetzt nicht der Privatkunde der Bank selbst sagt, das will ich in meinem Depot haben, weil wir ja keine Provision zahlen oder Kickbacks oder andere Anreize für die Banken, da bin ich nicht sehr optimistisch, muss ich gestehen. Aber bei Finanzvermittlern, also den circa 40.000 Finanzvermittlern in Deutschland, Fondsvermittlern und bei den unabhängigen Vermögensverwaltern, davon gibt es so circa 500 in Deutschland. Da glaube ich schon, dass der Fonds als sozusagen Kerninvestment, da gibt es diese Core-Satellite-Theorie, ne? Ich kaufe mir quasi ein Kerninvestment, das den Weltaktienmarkt, die Welt AG, hat es auch schon geheißen, abdeckt. Und dann, je nach meinem eigenen Gusto, kaufe ich mir noch, weil ich jetzt der Meinung bin, dass Tesla die teuerste Aktie der Welt ist, kaufe ich halt noch extra Tesla dazu oder Bitcoin. Also da haben wir schon so ein bisschen Hoffnung. Und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum wir dem ETF einen moderaten, ich betone moderaten ESG-Screen noch hinzugefügt haben. Weil das bei institutionellen Anlegern, wenn man institutionelle so definiert, wie ich es gerade getan habe, häufig ein Erfordernis ist, dass das gegeben sein muss. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, Gerd. Du weißt, du erinnerst dich bestimmt noch, wir haben 2019 ein Interview gehabt, da war ich bei dir in München mit dem Mikrofon, nicht mit Kamera. Und da haben wir über nachhaltige ETFs gesprochen. Du hast damals, ich erinnere mich noch sehr genau, gesagt, das ist eher ein Modethema. Und du spendest lieber dein Geld, na, um bestimmte Strömungen zu unterstützen, aber nachhaltig, diese Kriterien legst du jetzt nicht an. Dein ETF hat aber jetzt ein Nachhaltigkeitskriterium, Genau. aber nicht ein sehr starkes. Was ist dein Nachhaltigkeitskriterium? Ist es vor allen Dingen quasi ein Vertriebsnachhaltigkeitskriterium, um es eben den großen, also den AnlageberaterInnen an die Hand zu geben, weil die müssen ja auch nach Nachhaltigkeit beraten? Was ist der Hauptpunkt dahinter? Also, wenn ich damals im Interview gesagt habe, dass ESG oder Nachhaltigkeit ein Modethema sei, dann entschuldige ich mich hier in aller Ach echt? Öffentlichkeit für diesen Fehler. Hast du, ich habe Das selbst noch mal nachgeschlagen und nachgehört. Ja, hast du. siehst du mal. Ja, also zumindest mal ganz schlechte Kommunikation. Nachhaltigkeit ist kein Modethema. Also wenn ich das gesagt habe, dann war es Schwachsinn, sondern etwas, was eben wahrscheinlich für die irgendwie überschaubare Zeit, die nächsten 100 Jahre, bei uns bleiben wird. Dieser Planet, wir wollen ihn in gutem Zustand, in so gut wie möglichem Zustand zumindest halten. Und dazu braucht es Nachhaltigkeit in irgendeiner Form. Na, wie man das dann umsetzt, das ist wahrscheinlich die wirklich komplizierte Frage.
Und hoffentlich tut da auch jeder in seinem konkreten Leben nicht nur mit seinem Geldinvestment etwas dazu. Also, und ich glaube immer noch, dass durch dein Kauf- und Konsumverhalten, da ist sozusagen der Ja. größte Hebel, Ja, dass du zum, das hast du damals ja. auch gesagt, ne? Konsum und politisches politisches Engagement. Ja. Na, so, ja. Genau. Aber man kann sicherlich, das ist auch in der Forschung, wobei es da nicht immer so eindeutig ist, vielleicht auch, weil das Thema noch jung ist und die Datenhistorie der Nachhaltigkeit gar nicht so weit zurückgeht. Also du kannst zum Beispiel gar nicht Seriendatenreihen, die jetzt sagen wir mal über 10, 20 Jahre zurückgehen, bei denen gezeigt wird, CO2-Ausstoß in einer bestimmten börsennotierten Gesellschaft, die hast du halt gar nicht, ne? Weil diese Daten erst vor 10, 20 Jahren fing man an, sowas zu erfassen. Also da ist die Wissenschaft so ein bisschen unklar, welchen Rendite-Risiko-Effekt das hat. Ich finde es, muss ich sagen, unredlich, wenn ökologisch orientierte Menschen, zu denen ich mich auch zähle, sagen, ESG investieren bringt dir sogar noch ein Rendite-Plus. Das finde ich unredlich, weil es dafür aus der Sicht der Wissenschaft keinen überzeugenden Beleg gibt. Es könnte Vorteile haben beim Risiko, also weniger Risiko, Ja. ne? Das Ja. ist schon einigermaßen plausibel. Aber ob ich, sag mal, da auch ein Rendite-Plus habe, das halte ich für unwahrscheinlich, ne? Hoffen wir, dass es kein Rendite-Minus gibt. So. Und das ist auch zumindest in den letzten 15 Jahren so gewesen. Es gab kein Rendite-Minus, überhaupt nicht. Teilweise sogar haben ESG-Aktien besser performt als Okay. der allgemeine Markt. Ja. Also unser Fonds ist ein sogenannter Artikel 8-Fonds. Das ist so der regulatorische Begriff, der aufsichtsrechtliche Begriff. Es gibt Artikel 8-Fonds und Artikel 9-Fonds. Artikel 9 ist sozusagen die intensive Version, die Heavy-Duty-Version von ESG. Und wer weiß, da wird sich die regulatorische Landschaft vermutlich nochmal ändern. Das ist auch so ein Thema, bei dem sich die Aufsichtsbehörden und die EU bisher nicht so mit Ruhm bekleckert haben. Ist wahrscheinlich ein schwieriges Thema, aber sei es drum, im Moment gibt es diese zwei Klassifikationen. Unserer fällt in die moderatere Klassifikation, also weniger intensive ESG-Kriterien. Was sind die? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Also in dem Index, den der ETF dann abbildet, werden erstmal in 11 Superbranchen, also die Weltwirtschaft wird in 11 Makrobranchen, Superbranchen unterteilt. Und in jener Branche werden diejenigen Unternehmen, jetzt sagen wir mal, wir haben 10.000 Unternehmen, dann sind so knapp 9.100 in einer Branche, wenn es Ja. 1.100, Entschuldigung, in einer Branche, wenn es schön gleichmäßig wäre, dann werden die 3% schlimmsten CO2-Emittenten in diesen 11 Branchen, also grob gesagt 300 Unternehmen, wenn es jetzt so schön alles gleichmäßig aufgeteilt wäre, was nicht ganz stimmt, weil es größere und kleinere Branchen gibt von der Zahl der Unternehmen her, werden diese 300 sozusagen schlimmsten CO2-Sünder, die werden rausgescreent, die fallen sozusagen von vornherein, sind nicht investierbar in dem Index oder fallen nicht in den Index. So, das ist eigentlich der Hauptaspekt. Dann gibt es noch so ein paar, wahrscheinlich auch von der Zahl der Ausschlüsse sehr effektmäßig geringen Fälle, wie wenn ein Unternehmen für Kinderarbeit quasi bekannt ist. Leider, wenn das so ist, werden es die meisten Unternehmen verschweigen. Also glaube ich, brauche ich nicht erklären, warum. Aber soweit das bekannt ist, werden solche Unternehmen rausgescreent. Also so ganz heftige Fälle, die in der United Nations UN-Definition für sozusagen schlimme, kontroverse Verstöße gegen Nachhaltigkeit, gegen den sozialen Aspekt von Nachhaltigkeit bekannt sind, die werden auch rausgescreent. Das betrifft aber nicht allzu viele Unternehmen. Der Hauptaspekt ist das, was ich vorhin sagte. Auch die Betreiber von Kohlekraftwerken gibt es auch nicht mehr viele an der Börse, weil die schon sozusagen alle, die meisten Unternehmen, die Kohlekraftwerke betreiben, sind nicht börsennotiert. Ja? Aus wahrscheinlich guten Gründen, weil kein Mensch in das investieren würde. Also insofern, summa summarum, moderater ESG-Fonds,
Filter. Aber das ist halt einfach unser Beitrag, den wir auch leisten wollten und der renditemäßig wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht. Und ich denke, jeder von uns sollte seinen Beitrag da leisten. Also Best-in-Class-Ansatz, wie Genau, du ja, sagst. das gute Stichwort. Ja, also Oberstichwort. ja, wir wollen ja niemanden außer die 3% Schlimmsten, aber das sind ja sozusagen diejenigen, die weniger innerhalb einer Branche weniger CO2 emittieren. Also man kann ja trotzdem CO2 investieren, aber versucht eben nicht zu den Schlimmsten zu gehören und sich zu verbessern. Die lassen wir im Index drin. Ne? Und insofern sollte man den Unternehmen einen Anreiz bieten, besser zu werden. Ne? Wir brauchen ja eine Energiebranche. Eine Energiebranche ist halt nun mal CO2-intensiv. Also egal, wo man innerhalb der Energiebranche angesiedelt ist. Aber innerhalb der Energiebranche gibt es solche und solche Unternehmen und die Guten, die sollten wir auch belohnen. Ne? Ein ETF ist ja nur eine One, also ein ETF-Lösung. Wenn ich mir den Robo-Advisor angucke, Gerd, der ja auch sehr gut läuft, ich kann es von außen zwar nicht sehen, du weißt es besser als ich. In dem Robo-Advisor sortierst du, also kann man ja einteilen, die verschiedenen risikoarm, risikoreich, ne, kannst du verschiedene Risikorendite-Mischungen entsprechend deiner Ja. Risikobereitschaft und Fähigkeit umsetzen. Und du hast ja, also ich habe mein Portfolio gesehen, da waren 17 ETFs drin, wie du das dann so aufteilst, ne? Auch mit diesem Faktor Investments. Jetzt hast du eine Ein-ETF-Lösung. Machst du dir nicht selber damit Konkurrenz? Oder was ist denn dann der Vorteil noch deines Robo-Advisors gegenüber diesem einen ETF, den du jetzt hast? Weil jetzt unterscheidet sich ja auch finanziell, der Robo kostet 0,9% Ja. im Jahr auf die Anlagesumme, dein ETF jetzt nur 0,5%, was ja auch relativ teuer ist, aber das ist, was heißt relativ teuer? Im Ist ja Vergleich zu einem MSCI relativ. World ETF ist es teuer, aber Ja, im Vergleich zu aber ähnlichen, ja. trotzdem teuer zu sprechen, das kommt mir nicht ganz so gut über die Lippen. Manche mögen das sagen, aber ich finde das jetzt nicht, weil er bietet ja auch einiges dafür. Aber dieses 0,9, 0,5, warum sollte ich. Also welche Vorteile hat dann noch dein Robo-Advisor? Also grundsätzlich ist ein Robo-Advisor eigentlich was ganz anderes. Es erscheint vielleicht nicht jedem auf den ersten Blick so, aber du hast eigentlich auch schon angedeutet, warum es was ganz anderes ist. Also ein Robo-Advisor ist erstmal etwas, eine Investmentlösung, die sich eigentlich nicht an Do-it-yourself-Anleger richtet, sondern an Menschen, die internetaffin sind, aber jemand, also die Voraussetzungen müssen sie natürlich erfüllen. Sie müssen ein Notebook haben und hinreichend internetaffin sein, aber eben gerade keine Do-it-yourself-Anleger sein wollen. Sie wollen nicht ihre Asset-Allokation selber sozusagen herausfinden wollen, bestimmen wollen und nicht nur anfänglich, sondern auch im Zeitablauf bestimmen wollen. Sie wollen keine Zeit aufwenden, um selber ETF zu finden. Ja. Sie wollen an die Hand genommen werden, so wie ein Kunde in einer Bank oder bei einem bankunabhängigen Vermögensverwalter, traditionellen Vermögensverwalter an die Hand genommen werden will. Das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber so wie man halt Ist sagt, es ich aber möchte nicht. nicht selber. Ja, Ja, ich ist es möchte einen nicht. Dienstleister, der mir das macht. Ja, Ne? genau. Und das ist eigentlich auch ein Robo-Advisor. Das ist der erste große Unterschied. Also der ETF richtet sich ganz klar an Do-it-yourself-Anleger, Leute, die selber den ETF wählen, selber kaufen, selber in ihr eigenes ETF-Depot reinlegen und so weiter. Also schlussendlich, ja, er ist eine All-in-One-Solution. In dem Sinne will er einfach sein. Ich brauche nicht zwei ETFs oder 10 ETFs, sondern für den Aktienteil meines Depots könnte dieser ETF vollkommen ausreichen, ne? Wenn man nicht noch andere Wünsche hat. Ja. Und der Robo nimmt dir halt sozusagen die Aufgabe ab, wie ich gerade sagte, ne? Die Asset-Allokation, Risiko-Rendite-Profil, wie rasant möchte ich einfach unterwegs sein im Sinne von Rendite und Risiko, da nimmt der Robo dich an die Hand und entwickelt für dich in so einem Algorithmus, du musst halt Fragen beantworten, dann die Asset-Allokation, die für dich passt, die dein Risikoappetit und deine Renditeerwartung in ein sinnvolles Verhältnis bringen und setzt das dann um. Du brauchst auch kein Depot eröffnen, das macht der Robo für dich bei der Baader Bank in unserem Fall und so weiter. Also
Und innerhalb eines Robos sind die Transaktionskosten nahezu, also wirklich nahezu vernachlässigbar. Ne? Deswegen 17 ETFs in einem Robo zu haben, ist kostenmäßig kein Problem. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich bin schon ein großer Verfechter von Kostensenkung, Kostenminimierung. Aber in einem Robo, das ist ja ein institutioneller Trader, der das alles, alle Tausende von Depots, die alle Robokunden haben, werden für Trading-Zwecke natürlich gepoolt. Da wird nicht für dich Ja. individuell, weil du jetzt 20 Euro Ja. im Monat nachinvestierst, individuell was gekauft. Das wäre ja ineffizient, sondern alle, die an dem Tag kaufen, verkaufen, wird auch genettet und so weiter. Also deswegen ist 17 ETFs da auch kostenmäßig kein Problem. In einem einzelnen Depot wäre das ein Problem, Ja, ne? ja, In einem ja. einzelnen kleinen Depot. Und Kannibalisierung, ja, hast du auch angesprochen. Also ist ein gewisses Problem, aber damit können wir und müssen wir leben, ne? Dass jemand, der, wenn es den einzelnen ETF nicht gegeben hätte, vielleicht dann zum Robo gegangen wäre und das jetzt nicht mehr tut, sondern sagt, ich kaufe mir den ETF, das ist halt so. Aber das gilt ja eigentlich für jeden, der jetzt mehr als ein Produkt anbietet, Ja. für jeden Automobilhersteller, ne? Die benachbarten Modelle kannibalisieren sich so ein bisschen. Ja. Damit können wir leben. Okay, na und du verdienst an beidem, ja. Na? Ja, das ist unzweifelhaft der Fall, ja. Gerd, was müsste denn passieren, dass du dein Anlagekonzept des neuen ETFs, das ja revolutionär sein soll und vielleicht auch ist, was müsste passieren, dass du es fürs gescheitert tatsächlich erklärst? Also revolutionär. Da hat uns auch schon der ein oder andere kritisiert, steht bei uns auf der Website, die ETF-Revolution, ja. Also bitte mit dem Bisschen Marketing muss Augenzwinkern, man ja auch haben, ne? genau, mit dem Oder? Augenzwinkern. Also bei unserer Revolution wird niemand, wie jetzt bei der Französischen Revolution, dann hinterher an der Guillotine oder auf der Guillotine enden. Aber wir wollten halt schon so ein bisschen auch Aufmerksamkeit erregen. Also ich denke, wir sind schon anders als die anderen, aber ob es dann gleich die Revolution ist, sei mal dahingestellt. Okay, so viel Marketing sei uns gestattet. Ja. Wenn er, also klar, wir wollen über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, ich hätte jetzt am liebsten noch eine höhere Zahl genannt, aber dann werden sagen, wenn alle sagen, die heute zuschauen und zuhören, ja, jetzt macht er sich's aber sehr, sehr leicht, dass wir nach 10, 15 Jahren, also klar erkennbar, eine bessere Rendite-Risikokombination abgeliefert haben als ein MSCI World ETF. Ja. Trotz der höheren Kosten in unserem ETF, weil wir diese Faktorprämien haben, weil wir diese ganzen, nennen wir es jetzt mal Gimmicks haben, über die wir jetzt gesprochen Ja. haben. Statistisch gesehen sind diese Dinge so konstruiert, dass sie eigentlich in jedem Jahr sozusagen ihr Nutzen gleich wahrscheinlich ist. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese positiven Features dann tatsächlich das tun und sich auch so auswirken, wie wir das uns wünschen und wie wir das beabsichtigen, die steigt natürlich im Zeitablauf, ne? Wenn ich als Boxer in der Strategie ich bin der überlegene Boxer oder die überlegene Basketballmannschaft, ne? Das ist jetzt egal, welchen Sport ich hernehme. Ich habe die bessere Taktik, ich habe die besseren Spieler, ich habe die bessere Strategie und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich in den ersten 5 Minuten des Spiels gleich mehr Körbe werfe als die Konkurrenz. Also auch mein, ne? Aber wenn ich wirklich die besseren Spieler habe und die bessere Strategie, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, nicht 100% wahrscheinlich, dass ich am Ende der 60 oder 80 Minuten, die so ein Spiel dauert, dann vorne liege. Die ist viel höher für 80 Minuten als für 5 Minuten. Ne? Und in dem Sinne habe ich halt 10, 15 Jahre gesagt, je länger es andauert, desto besser, höher ist die Chance, dass sich diese Vorteile, die wir reinkonstruiert haben, dann auch tatsächlich manifestieren. Ja? Und das ist aber beim Aktieninvestieren und beim Kapitalmarkt investieren, ist ja wahrscheinlich generell so und schlussendlich sogar beim Immobilieninvestieren. Ne? Ich brauche Conviction, also Überzeugung, dass das, was ich tue, der richtige Weg ist. Und dann sollte ich auch diesem Weg ein bisschen Zeit geben. Hast du Und für dich eine Benchmark, wo du sagst, also wenn er tatsächlich pro Jahr 1%, also sagen wir in 15 Jahren pro Jahr 1% besser performt als der MSCI All Country World, dann ist er wirklich ein Erfolg und dann lasse ich ihn
Und wenn er das nicht macht, dann schließe ich ihn. Also wenn er das täte, dann wäre ich sehr, sehr happy. Also die pro Jahr 1%, also 15% nach 15 Jahren oder 10, das wäre selbstverständlich ein schönes Ergebnis. Ne? Bitte bedenken, dass der Zinseszinseffekt aus solchen kleinen, also optisch gesehen recht geringen prozentualen Unterschieden, 1%, da denkt sich viele, ja, was soll denn das? Das ist ja jetzt nicht die Welt. Aber der Zinseszinseffekt wird dann über einen langen Zeitraum tatsächlich beim Endvermögen einen deutlichen Unterschied bewirken. Und wenn man sowas erreicht hätte, dann hat sich auf jeden Fall das gerechnet und gelohnt. Und wenn jetzt natürlich nach 10 Jahren also so wirklich eine schlimme Unterperformance dastünde, dann müssten wir irgendwann mal sagen, okay, also das ist jetzt, das ist schlecht gelaufen, da haben wir Mist gebaut und dann ist eine ordentliche Entschuldigung fällig und dann muss man auch irgendwann mal, so wie es in der Fondsbranche ja tatsächlich geschieht, sagen, jetzt schmeißen wir das Handtuch. Ne? Und aber niemand braucht Angst zu haben, dass wir das vorzeitig tun. Der Fonds hat jetzt schon nach 6 Wochen so ein Volumen von circa 50 Millionen Euro. Ui. Ja, also das ist auf den das ist Finanz... Super. Du bist doch mit 9 Millionen gestartet. Wow. Ja, also Finanzportale und auch die Online-Broker, die zeigen, das muss man sagen, das ist aber allgemeines Problem letztlich von solchen Datenbanken, die AUMs, die Assets Under Management, also das Fondsvolumen, je nach Portal und so weiter, mit bis zu 2-3 Wochen Zeitverzögerung, Time Lag. Ne? Das ist halt so ein Datenpunkt, der nicht bei jedem Portal jede Woche aktualisiert wird, wie jetzt der Kurs. Ne? Der Kurs wird bei einem ETF alle 2-3 Minuten, je nach Art von Datenprovider, aktualisiert. Und insofern da, und bei einem großen Fonds, der nur noch langsam wächst, ist das ja eigentlich auch kein großes Problem, weil die Zahl ja nur so Pi mal Daumen stimmen muss. Ja. Also die jetzigen Zahlen in den Finanzportalen, die sind so ein bisschen niedriger, aber das hat mit dem Time-Lag zu tun. Deutlich niedriger. Ich gucke jetzt, Anfang August steht bei Extra ETF knapp 11 Millionen. Ja, also das ist ganz falsch. Und du sagst 50, das ist schon wirklich eine ganz andere Hausnummer. Ja, also über das, es gibt ja so Faustregeln, ne? Wenn ein ETF 40 Millionen nicht überschreitet dauerhaft, dann ist er so ein Kandidat für eine Schließung. Ne? Diese Faustregel gilt aber streng genommen nur für ETFs, die schon 2-3 Jahre alt sind. Ne? Also jeder junge ETF, der muss ja irgendwo bei einer ganz niedrigen Zahl, diese 9 Millionen, die du gesehen hast, das ist das Seed Funding, also das tut die ETF, die Fondsgesellschaft schon rein. Theoretisch geht auch noch weniger, aber das ist üblicherweise, was da schon von Haus aus drin ist. Und das wird dann die ersten 10 Millionen echtes Anlegergeld, die dann reinkommen, ersetzen quasi dieses ursprüngliche Funding von der Fondsgesellschaft. Und eine Fondsgesellschaft wird normalerweise, egal wie schlecht der Fonds läuft, 2 Jahre warten, bevor sie ihn zumacht. Also weil sie einfach diesem Baby 2 Jahre Zeit geben muss, um sich zu beweisen. Also ein Fonds, weil er nach 6 Monaten jetzt erst bei 20 Millionen steht, zu schließen, so dumm wird keine Fondsgesellschaft sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das Kriterium bitte nur anwenden auf Fonds, die zumindest schon mal 2 Jahre alt sind. Ne? Und so wie ich von einem Kleinkind ja auch nicht erwarten kann, dass es jetzt irgendwie schon bestimmte Sachen tut oder Mathematikaufgaben löst oder sowas. Ne? Also, Nochmal meine Frage, Gerd. Das heißt, wenn du merkst, er entspricht wirklich nicht deinen Ansprüchen. Und ich kenne dich ja auch, du hast ja wirklich diese Ansprüche daran, dass die Dinge wirklich funktionieren und auch so sich entwickeln, wie du dir das vorgestellt hast. Hältst du es wirklich für wahrscheinlich, dass du sagst, also wenn er wirklich nicht so performt, wie wir uns das vorgestellt haben, dass du ihn dann wirklich schließen würdest? Also das ist eine sehr, sehr hypothetische Frage. Ich bin auch selbstverständlich nicht der Einzige, der das zu bestimmen hätte, ne? Weil der Fonds ja ein Joint Venture ist zwischen uns und Legal & General.
Was jetzt sozusagen die nackte Existenz anbelangt des Fonds, ist wahrscheinlich Legal & General derjenige, die, oder diejenigen, die wirklich die Strippen ziehen. Es ist ein gemeinsames Venture und wir haben Aufgaben im Bereich Marketing und Anlagestrategie und Legal & General im Bereich Regulatorik und natürlich Umsetzung, Implementierung. Also wir haben schon anspruchsvolle Ansprüche und so einen, also es gibt ja in der Fondslandschaft leider, in Deutschland gibt es bis zu, je nach Zählweise, 10.000 in Deutschland angebotene Aktienfonds, wenn ich die ETFs sogar ignoriere. Und da gibt es unheimlich viele, die sozusagen über 10, 20 Jahre mit begrenztem Volumen, oft nur 20 Millionen, 30 Millionen dahin vegetieren. Weil halt, In der Tat. wenn man die schließen würde, würde der Betreiber gar nichts mehr dran verdienen. Ne? Aber es ist eigentlich der schleichende Tod oder der Zombie, der da einfach nicht sterben kann. Sowas, muss ich sagen, möchte ich nicht mit meinem Namen verbunden haben. Dann lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und das ist ja auch für die Anleger dann besser. Da muss man aber dann den sozusagen die Ehrlichkeit und den Mumm haben, zu sagen, ja, hat jetzt leider nicht funktioniert, war eine Pleite, ein Griff ins Klo, aber so ist es halt. Also ja. So ist es dann eben. Genau. Ich habe ja schon gesagt, wir sprechen uns in 20 Jahren, ne, wie es gelaufen ist. Gerd, zum Schluss, ich danke dir wirklich viel, vielmals. Ich habe super viel interessante neue Dinge erfahren und auch Einschätzungen. Und ich hoffe, alle anderen, die zugeguckt haben, auch. Eine letzte Frage. Du bist jetzt schon seit 30, 25 Jahren, 30 Jahren selber Anleger. Du hast seit 7 Jahren deine Vermögensverwaltung. Du arbeitest wirklich mit großen Vermögen. Du hast den Robo-Advisor, selbst diesen ETF konzipiert, den eigenen Index. Also du guckst das Geldanlagethema. Du bist super wissenschaftlich unterwegs, bist ja auch promoviert. Also du guckst wirklich von ganz vielen Seiten, von der praktischen Anlage selber, Anlageberatung, wissenschaftlichen Analyse drauf auf das Thema Geldanlage. Was wäre denn so deine oder was ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem ganzen Geldanlegen und Durchdringen, dass du jemanden mitgeben möchtest, der sich oder die sich jetzt mit Geldanlage beschäftigt und in die Puschen kommen möchte und sich mit dem Gedanken, mit dem Thema Geldanlage selber Geld anzulegen, auseinandersetzt? Was wäre so deine Also ich wichtigsten würde, Erkenntnisse? Oder zwei ist auch okay. genau, als du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich gedacht, also wenn man das alles runter skalieren möchte auf möglichst wenig Erkenntnis, dann würde ich zwei nennen. Also zwei, ja. Also die ganz einfach, die erste ist, bitte, bitte, bitte nicht am Spielfeldrand stehen bleiben und diese Geschichte ewig sozusagen auf die Zukunft zu verschieben. Ich muss jetzt erst noch das lernen und das und jenes lesen. Und mein Depot dahin oder dorthin verlagern, sondern einfach mal anfangen. Und wenn man noch ein bisschen Angst hat vor der eigenen Courage, dann gerne mit einem MSCI World. Das muss ja nicht mein Fonds sein. Ne? Also da, wenn das jetzt alles verwirrend war, was wir heute gehört haben, dann ein MSCI World. Das ist ein guter Anfang. Und wenn ich da nur 20 € oder 50 €, also so klein könnte man schon anfangen in einen Fondssparplan, investiere. Also bitte, bitte, da kann doch nichts schiefgehen. Ne? Da brauche ich auch keine Angst zu haben. Aber wenn ich das tue, und das ist eigentlich die Quintessenz, dann habe ich den ersten Schritt getan, dann sehe ich in meinem eigenen Depot, was die Weltwirtschaft, die Welt AG für diejenigen, die ihr Kapital zur Verfügung stellen, Risikokapital zur Verfügung stellen, tun kann. Ne? Ich lerne, ich werde ein besserer Investor, so wie alles Wichtige im Leben. Es bringt nichts, wenn man es nicht tut. Ne? Man muss es tun. Und das Schöne ist bei Kapitalmarktanlagen, anders als zum Beispiel bei Immobilienanlagen, ich kann schon mit mikroskopisch kleinen Beträgen anfangen. Ich muss nicht warten. Bitte nicht mehr am Spielfeldrand stehen bleiben, sondern jetzt beginnen. Und die zweite Erkenntnis ist, dass sozusagen für den Modus, jetzt haben wir angefangen. Und wenn es nur die 50 € im Monat sind in den MSCI World Sparplan bei irgendeinem Online-Broker, bitte nicht bei einer teuren Full-Service-Bank, also möglichst einen kostenlosen Sparplan wählen und das ist ohne weiteres möglich. Das Zweite ist, von diesem ganzen
Mediengetöse, der Weltuntergangsstimmung, die wir jeden Tag in den Medien und nicht erst im Jahr 2023. Also wirklich, ich bin jetzt so alt, dass ich es beurteilen kann. Also es ist immer Weltuntergang angesagt, immer. Wir haben auch noch mental sind wir so programmiert zu glauben, dass das im Moment, ja, es war schon immer Weltuntergang angesagt, aber im Moment ist es wirklich ganz besonders schlimm. Ne? Also das schmeichelt auch unserer Psyche. Ne? Wir sind ja alle so arme Würmer. Früher war es nicht so schlimm oder früher war alles besser. Nein, Weltuntergang war schon immer angesagt. Es ist auch jetzt schwierig, das gebe ich zu. Aber die Menschheit hat ein paar tausend Jahre überlebt und sie wird sehr wahrscheinlich trotz Klimawandel auch in Zukunft überleben. Also die letzte Generation, die wird es definitiv nicht geben, das garantiere ich. Bin ich jedem bereit, 20.000 Euro hier zu wetten. Also hier, ich habe es im Public Space gesagt, wir werden in 20 Jahren, wird es die Menschheit immer noch geben. Und jeder, der dagegen wettet, und zwar mindestens 8 Milliarden Menschen, wird es in 20 Jahren auch noch geben. Wer dagegen wetten möchte, bitte hier sich bei mir melden, Genau, 20.000 Euro 20.000. oder Genau. ja, jede Summe, die drunter liegt, wette ich auch. Ich wette auch drüber. Und von diesem Medienlärm und vor allem dem volkswirtschaftlichen Quatsch Medienlärm, also so Deutschland geht pleite, der Euro geht in die Binsen, ich weiß nicht was, die Staatsverschuldung und die Arbeitslosigkeit und dann kommt die Konjunkturkrise und was man da alles sagen kann, die Zombie-Unternehmen, jeder hat eine andere Untergangstheorie. Bitte davon nicht verunsichern lassen, sondern jetzt einfach anfangen zu investieren. Am besten regelmäßige Beträge. Volkswirtschaftliches Wissen bringt fürs Anlegen gar nichts. Also wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben. Also wirtschaftspolitisches, volkswirtschaftliches Wissen, hohe Staatsverschuldung ist schlecht. Nein, es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen zum Beispiel Staatsverschuldung und Aktienmarktrendite. Ne? Also null, null Zusammenhang. Gibt auch keinen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Aktienmarktrendite. Also die China zum Beispiel ist bekanntlich das Land, was in den letzten 30 Jahren die höchsten volkswirtschaftlichen Wachstumsraten hatte, hat aber eine relativ schlechte Börse gehabt. Also und so weiter. Und einfach anfangen, auf die Marktwirtschaft auch mal ein bisschen positiv vertrauen. Und breit gestreut in Tausende von Unternehmen investieren in die Welt AG und dann wird das was. Und das sind die zwei Ratschläge, die ich jeder geben möchte. Und der Rest ist Leben, Gerd, ne? Genau, und dann auf das konzentrieren, was eigentlich am wichtigsten ist, das normale Leben und das eigene Depot einfach mal machen lassen. Machen lassen. Nicht so oft hinschauen, am besten nur einmal im Vierteljahr. Und wenn man es einfach nicht sich zusammenreißen kann, dann gerne auch jeden Monat oder jede Woche, aber bitte nicht jeden Tag. Ne? Und vielleicht ein Seminar bei Dani besuchen, das könnte auch helfen. Einfach tun. Ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das gilt auch für sich selber. Wunderbar, schönes Schlusswort, Gerd. Das solltest du haben. Ich bedanke mich. Jetzt haben wir 1,5 Stunden miteinander geredet. Das war super spannend. Hat mir viel Freude gemacht und ich bin mir sicher, alle können sich damit ganz viel mitnehmen von unserem schönen Gespräch. Ich danke dir wirklich sehr.